Bestseller, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 234. Mal bei Huxley, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Ehefrau, die Hoax-Mistress Alexa. Ja, die sagt auch Halli, hallo und wird gerade vom Hoax-Master so angestrahlt und ist natürlich sehr froh, dass eben jener Hoax-Master wieder mit dabei ist. Ich habe auch allen Grund, gute Laune zu haben. Wir haben gerade ein wunderbares Interview aufgezeichnet, was ihr jetzt gleich auch hören werdet. Wir schaffen es, wenn auch mal wieder sehr, sehr knapp, aber immerhin. Juli euch mit einer zweiten Folge hoffentlich zu beglücken. Wir sind sehr, sehr froh über das zahlreiche Feedback zur letzten Folge zu Space Oddities. Die ist sehr gut bei euch angekommen. Daraus jetzt direkt einen eigenen Ableger mit lauter verrückten Space-Geschichten zu machen, ist dann wieder so ein Zeitproblem. Die Idee ist aber total reizvoll. Also wir haben super viel Lust auf sowas, aber ich fürchte, das scheitert wirklich am Mangel an Zeit. Aber wir haben nicht alle Geschichten, die wir recherchiert haben, in die letzte Folge reingepackt. Genau. Und vermutlich wird es dieses Jahr sogar noch eine zweite Folge geben mit den restlichen Geschichten. Dann werden wir noch ein paar Geschichten mehr haben. Wen sowas überhaupt interessiert, dem kann ich, wenn er der englischen Sprache mächtig ist, die Raumfahrthistorikerin Amy Shearer Title empfehlen. Kann ich auch gerne mal verlinken. Die hat einen YouTube-Channel und einen Blog, der sehr schön ist. Oder das sehr schön ist. Und da könnt ihr viele verrückte Geschichten rund um die bemannte Raumfahrt, vor allen Dingen aber auch das Apollo-Programm und die Programme vor Apollo euch anschauen. Und ein zweiter Satz, den ich noch sagen möchte, ist, dass wir wirklich sehr, sehr, sehr das englische Wort wäre humbled, beeindruckt sind und auch sehr, 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 sehr demütig sind, weil doch unsere Aufrufe jetzt in der Vergangenheit, die so ein bisschen quengelig vielleicht für den einen oder anderen wirken, was die Unterstützung von Huxley angeht, von euch zunehmend angenommen werden und so viele Leute uns ganz, ganz furchtbar tolle E-Mails geschrieben haben und zum Teil dann sogar ihren Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto da als Screenshot angefertigt haben. Das ist total lieb von euch. Also ihr müsst das aber auch gar nicht belegen. Ihr dürft uns auch Mails schreiben und Themen wünschen, ohne uns zu zeigen, dass ihr Geld bezahlt. Also das ist auch ein Eindruck, den möchte ich nicht erwecken. Aber das freut uns natürlich sehr, sehr, sehr. Und wir werden demnächst das alles ein bisschen ändern. Wir haben ja bisher so auch die Belohnungen, die Extras und wie man die Extras sehen kann, an gewisse Summen geknüpft. Und das werden wir vermutlich ändern, weil wir haben schon mal abgefragt bei all den Leuten, die bei Patreon sind und die bei Steady uns unterstützen, wie wichtig A, regelmäßiger Bonus-Content ist und B, ob es überhaupt Sinn macht, an der Summe, die man unterstützen kann, ja in vielen Stellen, es gibt ja Menschen, die haben einfach nicht mehr als 1 Euro über, wenn überhaupt im Monat, und so einen Bonus-Content daran zu knüpfen. Und bisher waren alle Rückmeldungen, dass die Leute gesagt haben, nee, das ist uns gar nicht wichtig. Und wenn ihr Bonus-Content habt, dann macht den doch für alle verfügbar und macht das nicht an Geldsummen. Und das wäre etwas, was wir auch sehr, sehr schön finden würden. Und wenn ihr jetzt gerade Unterstützer seid und sagt, nein, das finde ich total doof, dann schreibt uns das bitte auch, weil dann müssen wir nochmal überlegen und ansonsten würden wir irgendwann den bisherigen Bonus-Content für alle freigeben und dann einfach versuchen, in unregelmäßigen Abständen noch ein bisschen Bonus-Content zu generieren. Vielleicht schaffe ich es ja mal irgendwann mit einer Nannycam oder so den Kater dabei zu filmen, wie er hier stört. Abends erstmal hier stört und das sehe ich ja meistens, aber vor allen Dingen, wie er es schafft, abends in einem Regal, wo ich wirklich der Meinung bin, er kann da unmöglich drankommen, das Lego zu schrotten. So was. Ja, das macht einen ein bisschen verrückt. Aber ich glaube, wir weichen ein bisschen ab. Das ist ja okay. So der Homestory-Podcast. Das ist schon fast Bonus-Content. also nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Danke und euch da draußen. Macht Spaß. Und du hast gesagt, ich hab verdammt gute Laune. Ja. Und ich bin jetzt schon total gespannt auf die Geschichte, die uns du gleich erzählen wirst. Die hat allerdings mit Pech zu tun. Die Story der Woche. Leider muss man sagen, steht ja die ernstzunehmende Wissenschaft inzwischen gerade so in der Esoterik, verschwörungsgläubigen Szene oftmals in dem Ruf, total durchgeknallt zu sein. Das Motiv des verrückten Professors, des verrückten Wissenschaftlers geistert durch die Gegend und ist irgendwie auch ziemlich präsent in vielen Köpfen. Und wenn ich euch jetzt erzähle, dass es tatsächlich ein Experiment gibt,
das einem wirklich sehr, sehr merkwürdig vorkommt, dann wird das vielleicht dieses Bild in euren Köpfen weiter zementieren, wenn ich euch nicht Quatsch erzähle. Und zwar geht es um ein Experiment, bei dem inzwischen seit nunmehr über 90 Jahren Pech in einem Trichter beobachtet wird. Das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Pech in einem Trichter wird beobachtet. Muss man sich erstmal so ich lasse das erstmal so stehen. So kurz wie verrückt. Grübelt mal drüber nach. Ein physikalisches Experiment. Unter dem Aspekt, was möchte die Hoax-Mistress uns damit sagen? Ich mache jetzt mal einfach weiter hier. Thema der Woche. Ja, die Folge trägt ja den schönen Titel Enttäuschende Gottesteilchen. und warum diese Folge so heißt, werdet ihr gleich erfahren, denn wir haben einen ganz alten, lieben Freund von uns zu Gast, also alt im Sinne langjährigen. Von, wir kennen ihn schon lange, Dankeschön, einen langjährigen Freund von uns zu Gast in der Sendung, Holm-Gero Hümmler, zu Gast bei uns, ein GWOP-Urgestein, Skeptiker seit vielen, vielen Jahren und Holm hat in der Vergangenheit jetzt zwei Bücher geschrieben und ich glaube, jetzt lassen wir einfach mal das Interview laufen und dann werdet ihr hören, was das für Bücher sind und was vor allen Dingen Holm und Alexa auch ganz intensiv miteinander verbindet. Hoaxilla Interview. Ja, einen wunderbaren Interviewgast haben wir heute wieder in der Sendung. Und zwar handelt es sich um, ich mach's mal einmal ganz lang, Dr. Holm-Gero Hümmler, der bei uns zu Gast ist. Guten Abend, Holm. Ja, hallo Alex, hallo Alexa. Hi. Ich habe jetzt den Doktor einmal genannt. Ich weiß, du legst da im Grunde genommen keinen Wert drauf, aber man kann, wenn wir über das Thema, über das wir gleich reden, sprechen, durchaus mal erwähnen, dass du promovierter Physiker bist. Das darf man an der Stelle ruhig mal einmal erwähnen, oder? Das darf man auf alle Fälle tun. Ja, wir wollen, also du hast zwei wunderbare Bücher, nein anders, du hast vor geraumer Zeit ein wunderbares Buch geschrieben, das da den Titel trägt, Relativer Quantenquark. Und das ist jetzt jüngst in einer neuen Auflage erschienen, die ein bisschen erweitert ist. Und es gibt auch ein zweites Werk von dir. Genau, Verschwörungsmythen. Heißt Das gute Stück mit dem Untertitel, wie wir mit verdrehten Fakten für dumm verkauft werden. Das sind beides wunderbare Bücher. Wenn wir jetzt hier über Verschwörungsmythen reden, auch wenn es dein aktuelleres Buch wäre, Holm, habe ich die Befürchtung, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein ganz kleines bisschen langweilen. Weiß ich nicht. Also nicht, weil dein Buch so langweilig wäre, sondern weil das ja eigentlich ein Kernthema von Hoaxilla ist. Und du, das ist so ein Kondensat rund um das Thema Verschwörungsmythen. Beschreibe ich das richtig, das Buch? Wie würdest du es beschreiben? Naja, es ist ein Versuch, diese ganzen Behauptungen, die da kursieren, mal tatsächlich ernst zu nehmen und einfach deren angebliche Belege mal aus einer naturwissenschaftlichen Sicht auf die Probe zu stellen. Sagen wir mal, das ist so der Ausgangspunkt dieses Buches. Es hat natürlich psychologische Aspekte mit drin, die ich im Wesentlichen vom Sebastian Bartoszek habe bearbeiten lassen, der da einen wunderbaren Gastbeitrag beigetragen hat. Und es gibt noch einen zweiten Gastbeitrag vom Jan Aude Ost, der sich mit dem Thema Morgellons bei den Chemtrails beschäftigt. Mhm. Aber im Wesentlichen geht es einfach um ein paar typische moderne Verschwörungsmythen. 11. September, Mondlandung, Chemtrails, Harp, Reichsflugscheiben, Neuschwabenland, flache Erde und einfach mal die Frage gestellt, die Leute, die sowas behaupten, sagen ja alle, sie haben Beweise dafür. Und schauen wir einfach mal, was an diesen Beweisen dran ist. Das heißt, du hast da ein paar Sachen drin, die ja eigentlich auch so dein Kerngeschäft berühren. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich das HARP anguckt oder ähnliche Verschwörungstheorien, das geht ja so ein bisschen in Richtung Physik auch und damit so zu deiner Kernkompetenz hin, gell?
Ja gut, das hat mich ja letztlich zu dem Thema gebracht. Also der Ausgangspunkt, dass ich angefangen habe, mich mit diesen ganzen Verschwörungsthemen zu beschäftigen, waren ja die Chemtrails. Als es damals so ein bisschen darum ging, ich habe mich ja im Studium auch ein bisschen mit Meteorologie beschäftigen können. Das ist einfach in der deutschen Skeptiker-Szene damals so 2005 rum jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute gab, die einen Hintergrund in Meteorologie hatten, die man dazu hätte fragen können. Insofern ist das Thema irgendwie bei mir gelandet und dann kam halt irgendwie so ein Verschwörungsmythos zum anderen, der dann irgendwann auf meinem Schreibtisch gelandet ist. Insofern hat es mich sehr gefreut, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, das dann mal in einem Buch zusammenfassend zu bearbeiten. Mhm. Und so ein paar Sachen sind jetzt auch, die ich mir zum ersten Mal angeschaut habe, jetzt wie flache Erde oder die Mondlandung oder sowas. Aber im Großen und Ganzen sind das schon Themen, die mich schon sehr, sehr lange beschäftigt haben. Und was sehr schön ist, du hast die Themen hier schon genannt, aber ich finde natürlich auch die Überschriften der jeweiligen Kapitel so schön. Also wenn es um den 11. September geht, hast du dann die Überschrift hier im Buch Stahl schmilzt nicht bei Zimmerbränden. Dann hätte er auch nehmen können, Flugzeugbenzin schmilzt kein Stahl. Ganz beliebtes Zitat, Apollo aus Hollywood. Die Erdbebenmaschine tut aus der Luft. Hitlers Hightech. Ist die Erde hohl oder flach? Mit dem Untertitel oder vielleicht beides. Das finde ich auch besonders schön. Und dann am Ende noch das Kapitel, die richtigen Fragen, wie man sich nicht aufs Glatteis führen lässt. Also wen das interessiert, das ist wirklich nochmal wirklich so ein ach, ich scheue mich jetzt so ein bisschen davor zu sagen, best of Verschwörungsmythen, aber so ein bisschen ist es das natürlich. Aber das klingt jetzt ja sehr amüsant. Du hast sehr intensiv recherchiert und ich weiß aus vielen Gesprächen, die wir geführt haben, dass so insbesondere all das, wenn es um Hitlers Hightech ging, gerade in der Recherche für dich auch nicht so angenehm gewesen ist, ne? Ja gut, also ich meine, es nervt natürlich, wenn du sagst, okay, du musst dir jetzt mal die Originalquellen angucken, woher kommt eigentlich die Behauptung, dass diese angeblichen Reichsflugscheiben irgendwas mit der angeblichen Basis in Neuschwabenland zu tun hatten, stellt man fest, das hat sich Ernst Zündel ausgedacht, der also als Holocaust-Leugner ja bekannt ist, oder woher kommen die Begründungen, die technischen Begründungen, nach denen diese Flugscheiben irgendwie auch aus der Atmosphäre rausfliegen könnten, dann können sie ja nicht aerodynamisch fliegen, dann können das ja keine Flugzeuge in dem Sinne sein. Also wenn die irgendwie zum Mond oder sonst irgendwie aus der Erdatmosphäre rausfliegen können sollen, dann brauchen die halt eine bestimmte Technik und das wird in den späteren Publikationen dazu immer irgendwie vorausgesetzt. Aber die sagen eigentlich nicht, wie sollen denn die denn fliegen? Und verweisen immer mehr oder weniger wolkig auf irgendwelche Bücher aus den 80er Jahren, die häufig auch nicht so genau zitiert werden. Dann findet man die Bücher aus den 80er Jahren und dann stellt man einfach fest, dass die voller wirklich ätzender Nazi-Verherrlichung stecken mit irgendwelchen Rudolf-Hess-Zitaten und die Märtyrer von Nürnberg über die Kriegsverbrecher. Also widerliche Formulierungen. Und wenn man sich da irgendwie ein paar Wochen durchgequält hat, um diese ganzen Sachen zusammenzutragen, dann irgendwann reicht's einem dermaßen. Dann sind also dann verglichen damit dann die Flacherdler schon richtig erholsam. Ja. Aber die ganzen Verschwörungsmythengläubigen oder die Verschwörungsgläubigen haben es noch nicht geschafft, dir die Freude an deinem Fach zu verderben, oder? Nee. Also das wird so schnell nicht gehen. Also es wird offensichtlich immer wieder mal versucht. Ich denke mal, das Thema Hassmails kennt ihr auch. Ja. Das hat natürlich bei mir jetzt mit dem Buch deutlich zugenommen. Das war bei dem Quantenquark-Buch noch vergleichsweise harmlos. Das ist ja schon so, wir haben in der letzten Episode ja mal nicht Apollo aus Hollywood thematisiert, weil das, glaube ich, zu Genüge in den Medien gespielt worden ist, sondern haben uns mit ja eher amüsanten Fakten rund um das Race to Space beschäftigt, aber haben da auch nochmal auf die, sagen wir mal, schwierige Vergangenheit von Werner von Braun abgestellt. Und auch das wird ja ungern heute so gesehen oder wird schnell weggewischt und wird gesagt, naja, der war nicht der beste Physiker, aber der hatte Ideen und der hat nicht auf Bedenken geachtet. Und dabei wird dann immer wieder auch verkannt, dass natürlich der Fortschritt des Mittelstreckenraketenprogramms im Dritten Reich ganz bewusst auch mit Wissen von Werner von Braun mit den Leben von jüdischen Zwangsarbeitern erkauft worden ist. Und das ist ja auch so eine Geschichte, wo dann
so die Begeisterung für das Thema Raumfahrt und weil auch die Faszination für die Person Werner von Braun einfach auch ein bisschen ja gedämpft sein sollte, weil man es einfach auch vernünftig einordnen müsste. Und das hat ja auch seinen Grund, warum die Amerikaner genau diesen Teil seiner Vergangenheit gerne ja ausgeblendet haben wollten. Entnazifizierung auf einer anderen Ebene. Und das ist dann leider das Problem natürlich, wenn man sich mit diesen Themen aus der Zeit beschäftigt, dass es dann immer doch auch ein bisschen belastend wird, wenn man sich da einliest, etwas intensiver. Wenn wir jetzt mal langsam zum Themenschwerpunkt Physik und Esoterik genau. oder sagen wir Physik und Schwurbeleien kommen. Da vielleicht noch ganz kurz erinnern, wir werden natürlich deine Bücher verlinken. Also Verschwörungsmythen, das neue Buch von Holm Hümmler, werden wir natürlich verlinken, also wer daran Interesse hat. Aber darüber reden wir jetzt gerade nicht, also gibt es bei uns auf der Homepage. Aber jetzt, genau. Alexa. Mich würde mal interessieren, wann, wenn du das noch sagen kannst, du das erste Mal mit, sagen wir mal, pseudowissenschaftlichen Begründungen für Esoterik in Berührung gekommen bist. Also gerade im Bereich jetzt, im Bereich Physik, ob das schon während des Studiums war oder erst später? Naja, also ich bin ja eigentlich über solche Sachen oder so diese Grenzphysik-Themen eigentlich überhaupt zum Skeptizismus gekommen. Also das war, ich bin aus einer Familie, in der Globuli keine Rolle gespielt haben, in der Heilpraktiker keine Rolle gespielt haben. Also das gab's für mich alles in meiner Jugend irgendwie nicht. Das war alles ganz weit weg. Insofern war das eigentlich im Studium, wo das irgendwie Leute mich angesprochen haben, ja, da gibt's doch irgendwelche Signale mit Überlichtgeschwindigkeit und sowas. Mhm. Oder die kalte Fusion und Rupert Sheldrake Sachen, die halt auch? War das da irgendwie en vogue? Sheldrake und die morphischen Felder? Mit Sicherheit, aber ich kann mich nicht konkret dran erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, aber das war so ein bisschen, das waren so die Themen, wo ich gedacht habe, okay, da finde ich irgendwie nichts drüber, da höre ich auch im Studium nichts drüber. Das Internet war noch, so ein bisschen in den Kindertagen. Und dann war die GWUP so eine der ersten Organisationen, wo ich da Informationen zu solchen Themen gefunden habe. Und dann bin ich eben da ein bisschen weiter eingestiegen. Und dann, ja, dann war so eins der ersten Themen, wo ich gedacht habe, das ist auch was, wo ich mich sinnvoll einbringen kann, war dann tatsächlich so diese physikalischen Begriffe, die dann irgendwo auftauchten, weil es auch einfach, ja, das kam eben als Anfragen an uns ran, was ist denn mit Tachyonenprodukten oder sowas. Also das waren schon so die ersten Sachen, mit denen ich mich tiefer beschäftigt hatte und wo ich so das Gefühl da kann ich auch selbst was dazu beitragen. Das heißt, euch haben dann Leute kontaktiert, die mit solchen Produkten irgendwie in Berührung gekommen sind oder das gesehen haben und dann wissen wollten, ob da wirklich was dran ist, ob sie das kaufen sollen? Also so ein bisschen in Richtung Verbraucherschutz auch, oder? Ja, also das war typischerweise so, dass Privatpersonen oder teilweise eben auch Journalisten halt die Geschäftsstelle der GWUP kontaktiert haben und dann irgendwie über die Mitgliederliste oder so, die damals über per E-Mail natürlich noch, heute passiert ja viel schon sozusagen im Vorfeld in den sozialen Medien, das war noch eher E-Mail, dass dann eben rumgefragt wurde, sag mal, wer kann sich denn damit beschäftigen, wer kann denn dazu was Fundiertes sagen, und da waren dann so die ersten Themen, wo ich mir gedacht habe, okay, ja, da kann ich vielleicht tatsächlich was dazu sagen. Das Schlimme ist ja ein Stück weit, dass man als, sagen wir mal, Wissenschaft an vielen Bereichen zunächst mal ja an vielen Punkten sagt, natürlich ist das Quatsch. Aber genau diese Frage, wer kann denn dazu was sagen, ist ja, wenn man dann konkret angefragt wird, macht es ja schon Sinn, dass man sich natürlich mit dem Gebiet, aus dem das parawissenschaftliche Phänomen angeblich stammt, etwas besser auskennt. Und so bist du ja auch ein Stück weit zur Quantenphysik dann gekommen, ne? Über diese Einflugschneise, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das ist tatsächlich so, dass ich ja ursprünglich kein theoretischer Physiker bin. Ja. Also beziehungsweise ich bin überhaupt kein theoretischer Physiker. Und also diese ganzen Quantentheorien waren für mich im Studium was, das hat man halt gelernt, wie es jeder Physiker damals gelernt hat, und soweit, wie es jeder Physiker damals gelernt hat. Und dann gab es so gewisse Quantentheorien, also mein Experiment, an dem ich dann gearbeitet habe, behandelte eben einen Themenbereich der Quantenchromodynamik. Dementsprechend hat man auch ein bisschen mehr sich mit Quantenchromodynamik beschäftigt, aber wirklich rein auf der Basis
Ja, was muss ich denn wissen, um das halbwegs nachvollziehen zu können, was unsere Theoretiker da machen? Also nicht in der Form, dass man es selbst im Detail anwendet, schon gar nicht in der Form, dass man es selbst irgendwie hätte weiterentwickeln können. Und also das war für mich immer so ein bisschen das Hintergrundwissen, was man halt brauchte, um das, was man da tut, einzuordnen. Aber eigentlich war ich ja in der Wissenschaft eigentlich immer mehr so der Detektorbastler. Also da ging es wirklich dann darum, jetzt am CERN oder am Brookhaven Lab halt die Teilchen zu messen, die in irgendwelchen Kollisionen produziert werden. Und das möglichst störungsarm und möglichst fehlerfrei zu tun. Und was diese Teilchen dann bedeuten, dafür hat man dann halt die Quantentheorien gebraucht. Aber die Berechnungen haben dann doch zu einem ganz guten Teil wieder andere gemacht. Also das war für mich eigentlich immer mehr so ein Nebenthema. Da war ich nie so der Experte drin. Und als das dann, hatte ich zumindest das Gefühl, dass so in den letzten 10 Jahren, dass mir das zumindest häufiger begegnet ist und es irgendwie zentraler geworden ist, mit diesem Missbrauch von Quantentheorien für alles Mögliche. Also vorher gab es natürlich da auch schon Geschwurbel drum, aber das war noch nicht so konkret auf einzelne Produkte angewendet. Ich habe das Gefühl, das ist einfach plötzlich so ein, vielleicht ist es mir auch nur bewusster geworden, man muss das ja immer ein bisschen selbstkritisch betrachten, aber ich hatte plötzlich das Gefühl, dass mir wahnsinnig viele angebliche Quantenprodukte aufgefallen sind, wo ich gedacht habe, das kannst du doch nicht unwidersprochen stehen lassen. Leute kaufen sowas und eventuell versprechen sie sich irgendwie die Heilung von Krankheiten davon. Ja. Das geht doch nicht. Ja. Man hat ja immer den Eindruck, dass wenn es um Quantenphysik geht, dass für viele Menschen so etwas bisschen was von Magie. Ja, und genau, Cutting-Edge-Wissenschaft, da ist die Wissenschaft noch nicht so weit, dass alles hundertprozentig erklärt ist. Das ist so meine Wahrnehmung, wenn ich Menschen über Quantenphysik reden höre. Ich selber habe mich ein bisschen eingelesen, aber ich bin noch nicht mal Physiker. Also ich bin wirklich absoluter Laie, was dieses Thema angeht und kann, wenn ich dein Buch lese, habe ich den Eindruck, ich habe das gut verstanden. Wenn ich es dann selber erklären müsste, wird dann aber die Luft auch schon wieder etwas dünner bei mir. Kannst du für dich nochmal sprechen als Physiker? Ist Quantenphysik aber nichts Besonderes gewesen, sondern es ist ein Teilgebiet deiner Wissenschaftsdisziplin gewesen, die aber nicht besser, schlechter, wichtiger, unwichtiger als andere Disziplinen ist? Oder gibt es da so eine Wertung innerhalb der Physik, was die Quantenphysik angeht? Nee, also ich meine, was es natürlich gibt, man muss letztlich sagen, dass die wenn man sozusagen die grundlegenden Zusammenhänge der Natur betrachtet, kommen inzwischen eigentlich an allen möglichen Stellen irgendwelche Elemente von Quantentheorien rein. Also das die Chemie ist ja faktisch nichts weiter als kondensierte, zusammengerührte Quantenmechanik. Also alles, was man über die Chemie erklären kann, kann man auch sehr viel komplizierter über die Quantenmechanik erklären. Das lohnt sich halt in den meisten Fällen nicht, deswegen gibt es die Chemie. Um mal kurz einzuhaken. Jetzt werden mich sämtliche Chemiker köpfen, aber. um da kurz einzuhaken, warum ist das so? Weil die Quantenmechanik im Prinzip was genau ist? Die Quantenmechanik beschreibt im Prinzip die Physik kleinster Teilchen. Das ist eigentlich so das Grundlegende. Also beispielsweise die Physik der Elektronen, die Atomhüllen unserer Atome bilden. Und zwischen diesen Elektronen passiert im Prinzip alles, was wir als Chemie bezeichnen. Gibt es in diesem Bereich Phänomene und auch dann eben entsprechend Untersuchungsgegenstände in der Physik, die sich besonders auch dazu eignen, in der Esoterik missbraucht zu werden? Also ich denke jetzt an solche Begriffe wie Verschränkung oder Ähnliches. Ja, also es gibt auf der einen Seite Phänomene, die sich tatsächlich dafür eignen. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Begrifflichkeiten, die sich vor allen Dingen dafür eignen, obwohl die Phänomene, die dahinter stehen, eigentlich gar nicht so spektakulär sind. Also so ein typisches Phänomen ist, über das viel gesprochen, das ist halt der sogenannte Beobachtereffekt. Also ich kann in der Quantenphysik eben nichts beobachten, ohne es dabei zu verändern. Das ist so wahnsinnig neu eigentlich auch nicht. Das gibt es in ganz vielen Fächern, letztlich auch in der klassischen Physik. Wenn ich versuche, irgendwas zu messen, muss ich zumindest die Informationen in mein Messgerät reinbringen. Dazu brauche ich in den meisten Fällen Licht oder irgendeine elektromagnetische Strahlung oder sowas. Und auch die macht was mit dem, was ich messe, nur
der Effekt ist halt in den meisten Fällen in der klassischen Physik vernachlässigbar und in der Quantenphysik ist er halt nie vernachlässigbar. Also da kann ich einfach nichts messen, ohne einen Effekt zu haben auf das, was ich messe, was da auch eine Rolle spielt. Mhm. So, und das heißt eben aus historischen Gründen, weil man sich eine Messung eben nicht ohne einen menschlichen Beobachter vorstellen könnte, der Beobachtereffekt. Und daraus dichten jetzt irgendwelche Leute zusammen, dass es irgendwie einen Einfluss haben würde, ob da ein bewusster menschlicher Beobachter ist und irgendwas sieht und irgendwas denkt. Faktisch macht das überhaupt keinen Unterschied, wenn das irgendwie eine seelenlose Maschine ist, die einfach nur, oder einfach, also der Beobachtereffekt tritt auch auf, wenn der Beobachter ein Stein ist, der da im Weg liegt und die Strahlung absorbiert. Ja. Das ist genau das Gleiche. Ja. Also das ist in der heutigen Physik auch ein völlig banales Ding. In der heutigen Physik werden die, am CERN werden die allermeisten Messungen von irgendwelchen Messgeräten gemacht, deren Daten direkt nie jemand anguckt. Also da werden die Messgeräte schicken die Daten nach einer Vorauswertung teilweise schon über irgendwelche neuronalen Netze werden die Daten weitergeleitet an irgendeinen Rechner, der das in irgendeinen Massenspeicher schreibt und da verschwindet das dann im Zweifelsfall erstmal für ein halbes Jahr. Dann wird es von einem anderen Rechner, den irgendjemand mal programmiert hat, ausgewertet und durchläuft diverse Level von Analyse-Software, bis irgendwann irgendwo jemand auf eine Grafik guckt und die Ergebnisse dieser Messung da drin als eine von Millionen Messungen auftaucht. Mhm. So läuft eigentlich heute Physik ab. Dass es da keinen Beobachtereffekt durch einen bewussten Beobachter geben kann, ist eigentlich für jeden, der damit zu tun hat, so banal, dass man da gar nicht mehr drüber redet und trotzdem dichten sich Leute halt da irgendwie. Aber es klingt doch so toll, ne? Und es hat so wie die Esoterik-Gläubigen das dann verwenden und dann auch zum Motiv ausbauen, ein bisschen was von diesem berühmten Satz Mind over Matter, ne? Als hätte der Beobachter dann direkten Einfluss auf die Prozesse, die da ablaufen. Ne? Also ja, Gedanken das beeinflussen Materie. Bewusstsein beeinflusst die Materie, genau. Und das, es ist halt einfach. Hat ja auch irgendwie was Reizvolles, ne? Also wenn man sich das mal so einfach mal überlegt, ne, hat so ein bisschen was von Magie, aber ist eben Quatsch leider. Aber die Esoteriker haben dann leider, wie ab und zu ist ja mal passiert, so die interessanteren Geschichten zu erzählen, ne? Also dieses Mind over Matter, das hört sich irgendwie total spannend und faszinierend an, aber versuch mal so gute Wissenschaftskommunikation zu machen, dass du jemandem die Experimente am CERN vermittelst und das auch noch auf eine interessante Art und Weise, was du ja in deinem Buch großartig hinkriegst, aber ohne dass die Leute dann halt irgendwie denken, ach, das ist ja nur die böse Wissenschaft, die da wieder am Herumpuzzeln ist, ne? Und wir glauben dann doch lieber an die Esoterik. Ja, die Gefahr ist halt auch, wenn man versucht, Wissenschaftskommunikation zu spektakulär zu machen, dann wird sie auch wieder falsch verstanden. Das ist übrigens auch wunderbar in deinem Buch dargestellt, dass das auch manchmal Konsequenzen haben kann, die dann über lange, lange, lange Zeit immer wieder zu spüren sind. Ja, ob das jetzt das Beispiel von Schrödingers Katze ist, die irgendwie Katzen beschäftigen Menschen halt einfach und ich sag ja immer, ich wüsste zu gerne, ob man über Schrödingers Laborratte oder über Schrödingers Fruchtfliege genauso viel reden würde. Ja, die hätte er ja genauso gut erwähnen können an der Stelle. Da habe ich übrigens beim Einlesen, da habe ich einmal laut gelacht, da musste ich einmal neu ansetzen, als ich das sprechen musste. Das lösen wir vielleicht nachher nochmal auf, was das mit dem Einlesen auf sich hat und warum du so eine profunde Textkenntnis über das Buch hast. Ja, das ist ein ganz wunderbarer Grund, warum sie das hat. Genau, das machen wir vielleicht nochmal zum Abschluss. Was ich gerade bei euch gehört habe, und das ist ja etwas, was ich mal wahrnehme, Mind over Matter, hast du gesagt, Alexa, dieser unsägliche Satz, der da häufig kommt in der Esoterik, der dann lautet, alles hängt mit allem zusammen. Und dann sind wir bei so etwas, finde ich, immer schon fast angekommen wie Frau Blavatsky, wo es dann so um Geheimwissenschaften geht und dieser Satz, alles hängt mit allem zusammen, wird dann sofort auf die Quantenmechanik übertragen. Und ich glaube, für mich von außen betrachtet ist das Entscheidende, du hast gerade schon gesagt, sind halt die kleinsten Teilchen, die wir kennen, im Moment zumindest nach unserem wissenschaftlichen Kenntnisstand. Und in diesem Bereich, also und zwar auch nur da bei diesen allerkleinsten Teilchen, passieren ja Dinge,
die bei den größeren Teilchen, geschweige denn hier bei uns in unserer makroskopischen Welt, für uns spürbaren makroskopischen Welt, eben nicht denkbar sind. Und das ist, glaube ich, einer der größten Trugschlüsse, dass das, was im Rahmen der Quantenmechanik passiert, übertragbar auf unsere Wahrnehmungswelt ist. Und das ist eben genau nicht so, oder? Ja, das ist halt das, was dann eben leicht einfach verdreht wird, ja. Aber das ist tatsächlich was, da kann man sich den Mund fusselig reden. Aber dieses alles hängt mit allem zusammen, was immer irgendwie der Quantenmechanik angedichtet wird. Ich stelle dann immer gerne die Frage, inwiefern denn? Ja. Also inwiefern hängt in der Quantenmechanik alles mit allem zusammen? Und dann kommt, als wenn überhaupt noch irgendwas kommt, kommt dann die Verschränkung und die letztlich die Möglichkeit beschreibt, dass mehrere Teilchen, die in einem und demselben Prozess entstanden sind, danach noch einen gemeinsamen Zustand bilden können, also aus der Sicht der Quantenmechanik eigentlich ein Objekt sind, aber halt nur so lange, bis eins dieser Teilchen mit irgendetwas anderes in der Wechselwirkung getreten ist. Und wenn das Materieteilchen sind, dann ist dieses irgendetwas anderes, wenn es nicht in einem Hochvakuum stattfindet, im Normalfall die Luft nach irgendwelchen Millionstel Millimetern. Also das ja, und dann gibt es natürlich auch noch eine eher philosophische Möglichkeit, dass man sozusagen dieses Auflösen der Quantenzustände in die klassische Physik sozusagen dadurch beschreiben kann, dass dann eben in der klassischen Physik alles mit allem zusammenhängt. Aber das tut es eben nicht in einem irgendwie physikalisch wirkungsvollen Zusammenhang, sondern das ist einfach nur eine theoretische Beschreibung dessen, was da quantenmechanisch passiert. Es hat überhaupt keine Auswirkungen auf das reale Leben. Insofern, ja, es ist einfach eine sehr unschöne Art und Weise, wie das, was die Physik mitunter an Aussagen produziert, halt missverstanden wird und dann auch missbraucht werden kann, um damit richtigen Unsinn zu verkaufen. Und was mitunter dann auch, also als Versatzstück da vielleicht mit reinspielt, ist so die Idee der einheitlichen Feldtheorie. Das heißt irgendwie die Suche nach der, jetzt mal ganz plakativ gesprochen, Weltformel, die Idee, dass man am Ende tatsächlich, wenn man denn das gesamte Universum zu Ende beschreiben könnte, und das können wir ja aktuell noch nicht, dass dann tatsächlich eine Formel da wäre, die alle Zusammenhänge des Universums beschreibt. So ähnlich wie Einstein ja mit der E=mc² Formel schon etwas vereinheitlicht oder zusammengefasst hat, wo man früher vielleicht sagte, das ist nicht zusammenzufassen. Und das wird, glaube ich, dann auch in so einen Gemischtwarenladen, Eintopf von esoterischen Ideen hineingeworfen. Und da wird dann gesagt, naja, danach sucht doch die Physik und die Quantenphysik beschreibt doch das schon. Das ist ja, aber ich sag mal, das finde ich auch halt auch, also dieser Begriff Weltformel ist für mich auch wieder so ein bisschen ein äußerst unglücklicher Begriff. Also ob das jetzt die Weltformel für eine gemeinsame vereinheitlichte Theorie ist, die halt die Grundkräfte der Natur beschreibt. Das als davon einer Formel zu sprechen, ist ohnehin irgendwie höchst fragwürdig. Also das wäre eben eine Theorie. Aber wenn wir uns den mathematischen Formalismus hinter der elektroschwachen Theorie zum Beispiel anschauen, die elektromagnetischen Kräfte mit den schwachen Kernkräften vereinigt hat, dann ist das weitaus komplexer, als dass es eine Formel wäre. Mhm. Insofern, also da von einer Weltformel zu sprechen, ist also schon höchst fragwürdig. Und ja klar, wäre das sozusagen für die Physik ein Verstehen tieferer Zusammenhänge, aber es würde die Welt jetzt auch nicht grundlegend verändern. Also deswegen mag ich die Weltformel nicht, ich mag das Gottteilchen nicht, ich mag auch eine relativ neue Seite nicht aus der Kommunikation, glaube ich, des Bundesforschungsministeriums, in dem das der Large Hadron Collider am CERN als die Weltmaschine bezeichnet wird. Das sind immer so Wortblasen, deren Aussagekraft hochgradig fragwürdig ist und die einfach in den Köpfen falsche Bilder entstehen lassen. Jetzt hast du gerade CERN schon mehrfach erwähnt. Du warst mal eine gewisse Zeit deines Lebens tatsächlich am CERN aktiv und hast da geforscht. Das ist richtig, oder?
Ja gut, also ich habe meine Diplomarbeit in Frankfurt gemacht in einer Arbeitsgruppe, deren Experiment am CERN war. Insofern war halt klar, und das war an einem Beschleuniger, der oder an einem Experiment, das eigentlich jedes Jahr im Herbst so für 2 Monate von dem Beschleuniger, der davor hing, halt einen Strahl zugeleitet bekam. Das war halt in den 2 Monaten und in den 4 Wochen davor war halt klar, da war die gesamte Arbeitsgruppe halt am CERN. Ja, das, weil man halt diese Datennahme vorbereiten und dann begleiten musste und da eben auch Leute für den Schichtdienst am Detektor dann gebraucht wurden. Und da waren eben dann alle für ein paar Monate dann da unten. Das habe ich halt 3 Monate mitgemacht und insofern, da das CERN doch ganz gut kennengelernt, zumindest so wie es Mitte, Ende der 90er Jahre war und auch das Leben am CERN mitunter besser kennengelernt, als es mir lieb war, weil das kann auch verdammt langweilig sein da unten. Also langweilig, lass mich raten, das heißt, da werden keine mini-schwarzen Löcher produziert und Menschenopfer finden da wahrscheinlich auch nicht unbedingt regelmäßig statt. Ja, und vor allem, wollte ich auch gerade fragen, wie ist das mit so einer Lebensversicherung, bevor man da hingeht, weil man ist doch dann der Gefahr ausgesetzt, dass dort der Ursprung des Untergangs der Welt ist. Damit muss man doch rechnen, wenn man am CERN ist. Nein. Also dieser Unfug mit dem angeblichen Weltuntergang, den hatte ich ein paar Jahre, bevor das über den LHC verbreitet wurde, alles schon mal im Rahmen meiner Doktorarbeit mitbekommen. Das war nämlich dann, da bin ich an ein anderes Experiment gegangen, das am Brookhaven National Lab war, und als da der Relativistic Heavy Iron Collider in Betrieb genommen werden sollte, gab es genau die gleichen Diskussionen und da könnten doch irgendwelche mini-schwarzen Löcher entstehen und die Welt hineinstürzen und so weiter. Das ist einfach so offensichtlicher Unfug, weil da schlichtweg nichts passiert in diesen Beschleunigerexperimenten, was nicht sowieso durch die kosmische Strahlung eigentlich ständig passiert. Durch die Beschleuniger können wir das halt rekonstruieren an einem fest definierten Ort mit genau bekannten Teilchen, einer genau bekannten Energie zu einem genau festlegbaren Zeitpunkt, und deswegen kann man es messen. Also davon, dass die gleichen Kollisionen irgendwo in der hohen Atmosphäre stattfinden, weil irgendwelche kosmischen Teilchen auf die hohe Atmosphäre prallen oder auf Asteroiden oder auf den Mond prallen oder sowas, da kann man es halt nicht messen. Insofern ja, aber grundsätzlich ist das ja nichts Hochtrabendes, völlig Neues, was da passiert. Das passiert alles natürlicherweise ständig und da sind auch keine schwarzen Löcher bei entstanden. Insofern, nein, also den Unsinn da hat sich keiner ernsthaft, also außer den Leuten, die in irgendwelchen Sicherheitskommissionen drin saßen und dann darüber irgendwelche Papers produzieren müssten und das mehr oder weniger kommunikativ glücklich oder nicht glücklich gemacht haben, das hat keiner ernsthaft genommen, also wirklich nicht. Außer den Leuten, die da irgendwelchen YouTube-Videos von irgendwelchen Scherzen, die da stattgefunden haben, Glauben schenken oder dann so irgendwelchen evangelikalen Gerüchten, die da in die Welt gesetzt werden. Ja gut, das ist natürlich dann ganz schräg, was dann da hinterher kam. Nee, also ursprünglich waren das schon ein paar Leute, denen ich auch glaube, dass sich da Sorgen gemacht haben. Es waren allerdings auch 1-2 Leute dabei, wo ich dachte, okay, da versucht sich jetzt ein Jurist irgendwie da darüber zu profilieren und möglicherweise irgendwie eine Sammelklage zusammenzukriegen, die er dann repräsentieren kann. Also jetzt hauptsächlich in den USA. Die Fälle gab es natürlich auch, aber klar haben sich da Leute Sorgen gemacht. Woher sollte man es auch wissen, wenn es nicht entsprechend kommuniziert wird? Ja. Aber nein, was ich meinte ist, die Physik ist natürlich schon spannend, was da passiert am CERN, und das Arbeiten mit den Leuten ist total spannend. Es ist halt, man verbringt dann eben auch seine Freizeit da, wenn man da ist. Und das war durchaus so, dass ich gedacht habe, so mal für ein paar Monate ist das okay, aber ich möchte nicht Jahre da verbringen, weil man dann doch, gerade wenn man, sagen wir mal, einem sehr schnell angehört wird, wenn man Französisch spricht, dass man nicht von da ist. Oder auch mal nachdenken muss, wenn man Französisch versucht, sich zu verständigen oder so. Man ist da doch relativ schnell relativ isoliert. Und das ist schon sehr, da gibt es durchaus Leute, die sind sehr lange da und ihr gesamter Freundeskreis besteht aus deutschen Physikern. Und das war eine Welt oder eine Art von Leben, die ich nicht auf die Dauer führen wollte. Gilt das oft für Wissenschaft, dass sie
sagen wir mal so, eher durch harte Arbeit und auch lange Durststrecken, die auch hinter verschlossenen Türen stattfinden, gekennzeichnet ist, während ja leider die Esoterik immer gerne mit, wenn auch dann meistens ausgedachten Sensationen aufwartet und einfach es viel leichter schafft, präsenter zu sein. Ja gut, das ist ja in jeder Wissenschaft letztlich so, dass es harte Arbeit ist. Also da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Jeder, der mal, egal in welchem Fach, eine Doktorarbeit geschrieben hat, weiß, dass da irgendwie ein Haufen Arbeit reingeht. Bei dem einen eher, in der einen Fach halt eher in das, was man tatsächlich verschriftlicht, in den Naturwissenschaften häufig eher in die Forschung, die da vorliegt. Und das Schreiben spielt dann eigentlich keine so große Rolle mehr. Aber ja. Wissenschaft ist anstrengend, ist zäh, ist auch oft frustrierend. Bei meiner Doktorarbeit war es so, dass ich eigentlich über die ersten Ergebnisse dieses neuen Beschleunigers in Brookhaven schreiben sollte, und dann war irgendwann klar, dass das eine sehr, sehr lange Doktorarbeit geworden wäre, wenn ich auf diese ersten Ergebnisse hätte warten müssen. Und dann ging sie ja dann am Ende eben eher über die Frage, wenn wir das messen, bedeutet das das, und wenn wir das messen, bedeutet das das, aber alles eben noch mit Daten, die wir noch nicht gemessen hatten. Mhm. Ja, und man muss als Wissenschaftler auch, oder man sollte als Wissenschaftler nicht unbedingt empfindlich sein, was Kritik angeht, ne? Weil, sagen wir mal so, die Informationsgewinnung und der Erkenntnis oder der Fortschritt der Erkenntnis eben genau durch den Austausch mit anderen Wissenschaftlern und dann eben auch die Kritik an der eigenen Arbeit überhaupt erst stattfinden kann, ne? Das ist ja auch ein Gegensatz zu der Art und Weise, wie Esoteriker da vorgehen. Ja, man sollte. Also ich meine, das ist natürlich, man darf eins nicht vergessen, das ist natürlich in der Wissenschaft eben auch, das wird von Menschen gemacht. Mhm. Und so, deswegen ist es ja eben so wichtig, dass man eben diese wissenschaftliche Methode hat und dass diese Kritik ganz klar institutionalisiert ist und dass jeder sich dieser Kritik aussetzen muss, ob er das jetzt will oder nicht. Und auch formalen Regeln am Ende, folgt, ne? Genau, weil am Ende will das natürlich auch ein Wissenschaftler nicht. Also wer möchte denn schon gerne seine Arbeit kritisiert sehen? Ja. Aber da muss man eben ganz klar den Leuten sagen, also wenn du Wissenschaftler sein willst, dann gehst du zu dieser Konferenz und dann stellst du deine Ergebnisse davor und dann hörst du dir an, was die anderen dazu zu sagen haben. Und wenn die anderen sagen, das ist aus den und den Gründen Unsinn, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Ja. Also so funktioniert halt Wissenschaft, und das funktioniert im Zweifelsfall auch so, dass jemand ein Ergebnis von vor 20 Jahren nochmal rauszieht und sagt, nein. Ja, selbst solche Genies wie Feynman und Einstein mussten sich durchaus öfter mal der Kritik aussetzen, nicht wahr? Ja, natürlich. Und das ist ich meine, gerade Einstein hat ja auch sehr, sehr vieles gemacht, was einfach, sagen wir mal, noch Physik im Entstehen war. Und er hat halt bei der Relativitätstheorie mit sehr vielem, wo er ja in gewisser Weise basierend auf Annahmen mal ins Blaue geschossen hat, hat er halt auch einfach Glück gehabt. Ja, es war halt, er hat halt was ausprobiert, und es hat sich halt hinterher herausgestellt, dass die Theorie, mit der er da rauskam, eben richtig war. Und im Bereich der Quantenmechanik hat er halt ein paar Vorschläge zur Quantenmechanik, also er hat Beiträge zur Quantenmechanik geliefert, die untrennbarer und ganz zentraler Bestandteil der Quantenmechanik sind. Und an ein paar anderen Punkten hatte er halt Ideen, wo man eben auch, ja, auch erst als er schon tot war, festgestellt hat, also nein, die Idee von Bohr und Heisenberg war richtig, und das, was Einstein dazu als Ergänzung gerne gehabt hätte, das hat sich halt nicht bestätigt. Mhm. Das ist letztlich aber was völlig Normales in der Wissenschaft. Was macht denn für dich, nachdem du dich jetzt auch intensiv mit diesem Thema beschäftigt hast, und auch gerade schon gesagt hast, du hast zumindest für dich den Eindruck, dass das attraktiver geworden ist oder mehr geworden ist innerhalb der Esoterik. Was ist denn für dich das, was scheinbar so einen großen Reiz ausübt auf Freunde der Parawissenschaft, sage ich mal, dass sich die so sehr auf die Quantenphysik stürzen? Also ganz gehässig und, ich sag mal, ohne den Leuten sozusagen eine bewusst reflektierende Absicht unterstellen zu wollen, jedenfalls nicht allen oder noch nicht mal den meisten, würde ich sagen, es ist diese Kritikimmunisierung, die da drin liegt. Also wenn ich sage, das ist Quantenphysik,
dann muss erstmal jemand kommen, der genug von Quantenphysik versteht, um mir sagen zu können, das stimmt aber nicht. Auf die Diskussion wollen sich natürlich die allermeisten Leute nicht einlassen, weil eben Quantenphysik sehr stark diesen Nimbus hat, dieses Genialen, dieses schwer Verständlichen, was nur dem nur ganz, ganz wenige Leute folgen können. Ich meine, klar, manche Sachen muss man eben auch einfach mal gelernt haben. Aber so die grundsätzlichen Fragen, also worum es in der Quantenphysik geht und was so die Kernaussagen sind und was man daraus gegebenenfalls für den Alltag folgern kann und was nicht, das kann letztlich doch jeder sich schon irgendwie drauf tun. Also wenn man das nicht könnte, hätte ich das Buch nicht schreiben brauchen. Ja. Mhm. Und ist es, ich habe ja manchmal den Eindruck, dass man geneigter ist, esoterischen Weltbildern oder Erklärungsmodellen anzuhängen, weil man es vielleicht dann doch nicht verstehen kann und es dann doch sehr verführerisch ist, eine einfache Erklärung zu haben. Denn so wie die Esoteriker ja die Quantenphysik benutzen, ist sie ja sehr, sehr einfach. Und wenn man nicht weiß, wie Quantenphysik oder Quantenmechanik funktioniert, klingt das ja auch erstmal gar nicht so unplausibel, was die einem erzählen. Und damit haben sie ja für sich die Welt ein ganzes Stück weit wieder erklärt und müssen vielleicht auch nicht zugeben, dass sie das doch nicht ganz durchdrungen haben, dieses Thema. Siehst du da auch eine Motivation? Hast du das auch schon erlebt? Ja, es ist natürlich irgendwie hat es etwas Absurdes, dass die Quantenmechanik dann sozusagen als die einfache Erklärung um die Ecke gezogen wird. Mhm. Aber klar, wenn man sich natürlich nicht wirklich darauf einlässt, was sie eigentlich wirklich sagt, sondern das sozusagen aus den platten Aussagen eines Hans-Peter Dürr ableitet, dann wirkt das alles total einfach. Und dann hat man kann zumindest der Eindruck entstehen, die Quantenphysik sei so ein bisschen das Wunschkonzert, ja. Und der menschliche Geist steckt irgendwie hinter allem. Und da kann man natürlich auch, sagen wir mal, so ein bisschen philosophische Aussagen, manchmal auch das Rätseln der Leute, die das erstmal entdeckt hatten und versucht haben, einen Sinn daraus zu machen, die irgendwelche komischen Gedanken sich gemacht haben, was bedeutet denn das eigentlich, diese Wellengleichungen, die wir da jetzt entdeckt haben oder sowas, was müssen wir uns da eigentlich drunter vorstellen, was sagt uns das über das Leben, das Universum und überhaupt, und die haben natürlich, das waren ja zum Teil auch Leute, die oder zum großen Teil einfach damals noch Leute, die in einer sehr religionsgeprägten Welt aufgewachsen sind, dass die sich Gedanken darüber gemacht haben, was haben jetzt diese Wellengleichungen mit Gott zu tun oder sowas. Das ist ja eigentlich völlig naheliegend, dass man, wenn man irgendwie sozusagen über den Status, das Stadium des sich Wunderns über diese Welt, die man da entdeckt hat, zum Anwenden dieser Wellengleichungen gekommen ist, dass man irgendwann sagt, das hat nichts mit Gott zu tun, das ist halt eine Wellengleichung. Das ist halt eine Sache, auf die man dann, die sich dann so über die nächsten 50 Jahre entwickelt hat. Ich meine, das muss man ja ganz klar sagen. Also das meiste Quantengeschwurbel stützt sich ja auf Aussagen, die irgendwie 70 oder 80 oder 90 Jahre alt sind. Mhm. Ja. Wenn man die aktuelle Forschung natürlich dann gar nicht mehr verfolgt oder den Erkenntnisgewinn, der danach dann stattgefunden hat, dann auch mal geflissentlich ausblendet, oder? Ja, und dann von denen dann halt wiederum sagen wir mal, nur ganz bestimmte Aspekte, die es halt eben dann immer wieder schaffen, sich da da in Szene zu setzen und gewisse Themen nach vorne zu tragen, die die Leute offensichtlich beschäftigen und die auch die Medien beschäftigen. Obwohl ich die jetzt persönlich, sagen wir mal, nicht die für die Welterklärung für die spannendsten Themen halte. Also hast du ein Beispiel? Ich meine, es gibt diese Effekte, sagen wir mal, im Übergangsbereich zwischen Quantenphysik und klassischer Physik, so die Bereiche, wo man sich anschaut, wo hören eigentlich diese Quanteneffekte gerade so auf, eine Rolle zu spielen. Mhm. Also wenn man beispielsweise anstatt einzelner Teilchen jetzt anfängt, Moleküle zu betrachten, die ja aus schon aus einigen Teilchen bestehen,
dann kann man feststellen, dass für diese Moleküle noch gewisse Resteinflüsse von solchen Quanteneffekten nachweisbar sind, wenn man sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise misst. Nun sind aber Moleküle immer noch verdammt klein gegen alles, was bei uns eine Rolle spielt. Insofern ist ein Molekül zwar im Vergleich zu einem einzelnen Elektron verdammt groß, im Vergleich zu allem, was für uns im Alltag eine Rolle spielt, ist es immer noch winzig klein. Aber ja, klar, da wird interessante Forschung gemacht, weil das auch so ein bisschen, ja, man erkennt so ein bisschen die Grenzen der Quantenphysik halt daran, wo sie aufhört zu wirken. Mhm. Ja. Und da gibt's, das sind auch experimentell anspruchsvolle Sachen, die zu untersuchen. Ist auch teilweise anwendungsnah, wenn man sich zum Beispiel anschaut, bei diesen Verschränkungen, zwei Teilchen, die in einem Prozess entstehen, können noch miteinander sozusagen einen gemeinsamen Zustand bilden, obwohl, also da ist einfach der Teilchenbegriff ist einfach falsch. Also das oder vermittelt uns ein falsches Bild. Wenn das eben Lichtteilchen sind, und das sind die einzigen Teilchen, bei denen das in der Form möglich ist, dann können die eben auch eine relativ lange Strecke, gegebenenfalls bei günstigen atmosphärischen Bedingungen, hunderte von Kilometern sich durch Luft fortbewegen, ohne mit irgendetwas zu wechselwirken. Das ist ja eben das Wesen von Licht, dass es halt durch Luft durchkommt, ohne dabei irgendwie absorbiert oder abgelenkt zu werden. Und dann können solche Quantenverschränkungen eben auf der Ebene einzelner Teilchen, aber eben auf der Ebene von Teilchen, die relativ weit voneinander entfernt sind, noch eine Rolle spielen. Und dann kann man das beispielsweise für bestimmte Formen oder man erhofft, dass man das für bestimmte Formen von verschlüsselter Datenübertragung nutzen kann. Aber Licht ist doch da auch schon wieder ein gutes Beispiel, weil das Lichtteilchen ja auch je nachdem, wie man es betrachtet, ja gleichzeitig auch eine Welle sein kann. Ne? Also das ist ja schon wieder etwas. Ja gut, letztlich kann ich jedes Teilchen quantenmechanisch als Welle betrachten. Es spricht auch durchaus einiges dafür, dass diese Wellenvorstellung sozusagen eher wenn ich versuche irgendwie zu sagen, was ist es denn jetzt wirklich? Ist es ein Teilchen oder ist es eine Welle? Würde ich jetzt sagen, diese Wellenvorstellung entspricht vielleicht eher der Realität. Bessere Modell, müsste man sagen. Ne? Das bessere Modell, das Modell, was letztlich mehr erklärt. Ich kann sozusagen durch eine Vorstellung von Wellenpaketen letztlich eine Welle vorstellen, die irgendwie sich auch als Teilchen äußert. Ja, also ist aber was anderes als ein Teilchen im Sinne von einem Molekül, ja, wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, weil das ist halt ein festes Teilchen, also ein Molekül als Welle wird dann schon wieder schwieriger und da sieht man eben auch den Unterschied zwischen der Molekül ist ja noch sehr klein, aber das ist eben ein anderes Teilchen als das Teilchen, über das dann in der Quantenverschränkung gesprochen wird. Das sind einfach zwei völlig. Naja gut, also theoretisch wüsste man auch zwischen, also gibt's meines Wissens noch nicht in irgendeiner physikalisch nachweisbaren oder bedeutungsvollen Form, weil theoretisch müsste es auch möglich sein, zwischen Molekülen Verschränkungen herzustellen. Okay. Dann wird's halt aber Verschränkungen, die physikalisch eine Rolle spielen, sind eigentlich immer Verschränkungen zwischen Photonen, also zwischen elektromagnetischen Wellen. Und da merkt man dann auch relativ schnell, dass das eben so spektakulär alles irgendwie gar nicht ist. Aber wie gesagt, was man mit Verschränkungen halt angewandt spannend machen kann, ist halt diese verschlüsselte Datenübertragung. Das ist so ein Thema, weil sozusagen das Messen so einer Verschränkung halt ein physikalischer Messprozess ist, müsste jeder, der versucht, diese Kommunikation abzuhören, eben auch eine Messung machen und man kann keine Messung machen, ohne wieder was zu verändern. Insofern hinterlässt eben jeder Abhörversuch dann Spuren. Das ist sozusagen das, worüber diese Kommunikation über diese Verschränkung oder bei denen der Schlüssel durch die Verschränkung übertragen wird, halt eine Rolle spielt. Und das hat spannende Anwendungen. Man sollte eben nur nicht anfangen, das dann. Also in der Physik gibt es für diesen Datenaustausch durch Verschränkung gibt es den etwas unglücklich gewählten Begriff, auch von Science-Fiction-Fans, die halt Physiker waren, so gewählten Begriff der Quantenteleportation. Mhm.
Und zack, bist du bei Star Trek. Genau, und sobald man in der Außenkommunikation irgendwie was von Teleportation sagt, dann sehen die Leute also Captain Kirk irgendwie vom Raumschiff Enterprise runterbeamen und dann stehe ich dann daneben und dann, nein, es hat wirklich überhaupt nichts damit zu tun und es ist trotzdem jedes Mal wieder und das reicht also bis in die Wissenschaftskommunikation von anerkannten Instituten rein, dass die auf einmal dann da irgendwie mit irgendwelchen Star Trek Motiven ankommt, sobald irgendwo jemand was zur in Anführungszeichen Quantenteleportation publiziert hat, ja, weil es sich einfach gut verkauft. Also das ist persönlich sehr unglückliche Wissenschaftskommunikation. Jetzt hast du gerade das Thema Verschlüsselung schon gerade angesprochen. Es gibt ja noch einen Kontext, wenn man sich Verschlüsselung anguckt und Quantenmechanik, das ist der sogenannte Quantencomputer. Der ja, wenn ich es richtig verstehe, ein theoretisches Modell darstellt. Es gibt durchaus funktionierende Quantencomputer. Also okay. Die sind halt noch sehr speziell. Also man darf sich das nicht wie einen Computer vorstellen, durch den man an den man sich dran setzen kann und den man jetzt beliebig programmieren kann. Also die Programmierung von Quantencomputern ist erstens sehr deutlich anders als die Programmierung von normalen Computern. Die Umsetzung ist sehr, sehr aufwendig. Zumindest momentan ist es schon so, dass man sozusagen für ganz bestimmte Aufgaben dann einen Quantencomputer konstruieren muss. Ich kann nicht mit einem Quantencomputer heute Textverarbeitung und morgen Internet und so weiter. Die heutigen Quantencomputer werden zum Beispiel, also das ist so eins der Ziele, auf die man hinarbeitet, ja, wofür auch heutige Quantencomputer konzipiert sind, dass man Primzahlzerlegungen damit gut machen kann oder bestimmte Rechenaufgaben damit gut erledigen kann, die man gegebenenfalls bräuchte, um Verschlüsselungen zu knacken. Mhm. Ja, das ist so einer der Punkte. Und da gibt's ein paar Firmen, die solche Quantencomputer herstellen. IBM ist da mit drin, dann gibt's eine kanadische Firma und dann gibt's ein paar Institutionen, die sowas kaufen. Aber die Anwendungen sind halt noch sehr in einem experimentellen Stadium und auch letztlich die Entwicklung der Technik ist noch sehr in einem experimentellen Stadium. Das ist im Prinzip ja, das ist der Stand der heutigen Computertechnik in den 50er Jahren. Ja, also man hat noch nicht mal so richtig entschieden, es war ja auch lange Zeit nicht so richtig klar, ob die Bits in einem Computer jetzt Röhren oder Schalter sind oder Transistoren und irgendwann hat man dann festgestellt, oh, man kann Transistoren sehr, sehr klein machen und sehr, sehr viele davon auf einen Chip brennen, sind es wohl diese Transistoren auf Chips, sprich integrierte Schaltkreise. Ja. Das ist dann die Technik, die sich durchgesetzt hat. Und da sind Quantencomputer noch nicht. Also die Quantenbits können im Moment noch alles Mögliche sein. Da gibt es noch ganz unterschiedliche Technologien, die unterschiedliche Vorteile haben. Das spricht auch so ein bisschen immer, die Idee bei einem Quantencomputer ist ja, ich habe einen Quantenzustand, den ich auf einen bestimmten Wert setze und dann kann ich mit diesem Quantenzustand was rechnen und im Rahmen dieser Rechnungen gelten halt dann wieder diese Gesetze der Quantenphysik. Und letztlich erst bei der Messung kriege ich wieder eine ganz normale Zahl raus. Das heißt, ich muss diese Quantenzustände, damit ich einen Quantencomputer bauen kann, zum einen über eine relativ lange Zeit aufrechterhalten, während ich die eben rechnen. Auf der anderen Seite muss ich sie eben auf irgendwas setzen und am Ende auch wieder messen können. Und das sind sozusagen Ziele, die miteinander in Konflikt stehen. Also ich kann, wenn ich einen Quantenzustand sehr gut isoliere, komme ich halt nicht an ihn ran. Und wenn ich einen Quantenzustand habe, mit dem ich sehr viel machen kann, dann löst er sich im Zweifelsfall auch sehr schnell wieder auf. Und das ist halt auch, sagen wir mal, physikalisch anspruchsvoll, sowas zu bauen. Und da gibt's auch unterschiedliche Prioritäten, unterschiedliche Zielsetzungen, ja. Will ich jetzt an meinen Quantenbit sehr, sehr schnell wieder ran, dann kann ich es möglicherweise nur für einen Schritt mal gerade eben erhalten, ja. Da wird sich das eine oder andere noch rausstellen. Also man weiß auch noch nicht so richtig, welche Rolle diese Quantencomputer in Zukunft spielen werden. Das ist ein theoretisches Modell und wenn man es nochmal mit den Computern in den 50er Jahren vergleicht, ich weiß gar nicht, ob es der Mitfirmengründer von IBM gewesen ist, der gesagt hat, die Welt wird nicht mehr als 15 Computer brauchen,
bitte kommentiert, wenn ihr das Zitat richtig habt, aber es war so in dieser Richtung. Mehr wird die Welt, die Menschheit nicht benötigen. Und wenn man heute schaut, dass das also Computer waren, die ja fast Lagerhallengröße hatten. Ja, ja, das ist der Punkt. Also wer da, unter diesem Eindruck kam ja diese Aussage und heute haben wir halt alle Rechner mit einer, ich weiß nicht, exponentiell welchem Faktor größeren Leistungsfähigkeit in unserer Hosentasche durch unsere Smartphones stecken. Das konnte man halt damals nicht vorhersehen, ist aber auch schon einfach 70 Jahre her und dann muss man sich auch an den Gedanken gewöhnen, dass unsere Technologie in 70 Jahren unter Umständen eine andere ist und dann haben wir eventuell Quanten-Smartphones in der Tasche oder aber auch nicht, sondern eine ganz genau, andere Technologie. Also vermutlich, ich sag mal, meine, wenn ich persönlich spekulieren sollte, würde ich sagen, dass das irgendwie eine Mischung sein wird, weil eben Quantencomputer prinzipbedingt eben auch gewisse Nachteile haben, gehe ich mal davon aus, dass die normale Computer nicht vollkommen ersetzen werden, sondern irgendwie für bestimmte Aufgaben man vielleicht einen Quantencomputer in seinem Laptop mit drin hat, der dann ganz bestimmte Aufgaben da drin löst und der Rest passiert auf einer normalen Basis. Also das würde ich sagen, ist so das, was ich persönlich für realistisch halte, ohne dass ich jetzt da größere Geldbeträge drauf wetten würde. Das heißt, so. Dr. Hümmler ist ein Freund des Quanten-Coprozessors. Ja, das kann, also das halte ich jetzt so, ja, für das, was mir momentan am besten einleuchtet, ja, wenn ich weiß, das Ding hat gewisse Bereiche, wo es Vorteile hat, es hat gewisse Bereiche, wo es Nachteile hat, dann wird wahrscheinlich die Technologie, die sich durchsetzt, irgendwie eine Kombination davon, ja, sein. Meine persönliche, ja, Spekulation dazu. Nun würde sich ja, um mal noch was ganz anderes anzusprechen, oder vielleicht auch nicht, ein seriöser Wissenschaftler oder ein seriöser Physiker niemals darauf einlassen zu sagen, dass die Physik auf alles eine Antwort habe. Also es ist in manchen Bereichen noch Forschung nötig. Es ist noch nicht alles an Informationen da, was wir gerne hätten. Also es ist das noch nicht in jeder Wissenschaft so? Es ist in jeder Wissenschaft so. Aber wenn das doch so ist, kann es nicht sein, dass irgendwann die Physik doch rausfindet, dass sowas wie Quantenheilung funktioniert? Und wenn ja, warum nicht? Also theoretisch könnte es natürlich sein, dass man Dinge rausfindet, die über unsere aktuellen Vorstellungen in gewissen Bereichen hinausgeht, möglicherweise auch in Bereichen, die irgendwie unser Leben berühren. Mhm. Also ausschließen kann man das halt nicht. Das sagt als allererstes mal, was es überhaupt nicht sagt, ist, dass ich deswegen die Quantenmechanik oder irgend halt also jedenfalls nicht mehr als irgendein beliebiges anderes Forschungsfeld als Rechtfertigung dafür heranziehen kann, beliebigen Unsinn zu behaupten. Mhm. Also das nur weil ich es nicht weiß, ich weiß in anderen Forschungsfeldern halt auch nicht alles. Mhm. Ja. Und natürlich sollte kein Mensch behaupten, er hat die Antworten auf alles. Man muss allerdings eins sagen, dass das, was wir in der Physik experimentell nachvollziehen können, was wir finden können, also Teilchen, die wir beobachten in Experimenten, das Licht von irgendwelchen Objekten, die aus den Tiefen des Alls zu uns kommen, die kosmische Hintergrundstrahlung und was nicht alles, das sogenannte Echo des Urknalls. Gravitationswellen war so ein Gravitationswellen, genau. Ja. Dinge, die vorher nur theoretisch... Ja, zumindest das, was wir momentan als Gravitationswellen identifizieren. Also so. diese Zuordnung, das ist eine Gravitationswelle, kann für meine Begriffe sich noch als falsch herausstellen. Mhm. Aber im Prinzip jede neue Theorie, die eigentlich die heutige Physik ablösen soll, muss ja eine Unzahl von experimentellen Beobachtungen miterklären, die letztlich mit der aktuellen Physik vereinbar sind und die letztlich die Grundlage der aktuellen Physik sind. Deswegen ist es eigentlich nicht wirklich vorstellbar, dass eine neue Theorie, die irgendwann in der Physik kommt und die mit Sicherheit, also die mit Sicherheit irgendwann kommen wird und die hoffentlich auch irgendwie zu meinen Lebzeiten irgendwie noch kommen wird und halbwegs prüfbar sein wird, eine solche neue Theorie
muss letztlich mehr oder weniger zwangsläufig in ganz, ganz vielen Bereichen zu den gleichen Aussagen kommen wie die Physik, die wir heute haben, weil sie eben diese ganzen Beobachtungen mit erklären muss, die eben die Physik von heute ergeben haben. Und viele, sicherlich kann man davon manches auch anders erklären, aber das, also, es wäre, ist so viel, also die Relativitätstheorie zum Beispiel. Es gibt so viele Dinge, die aufgrund der Relativitätstheorie vorhergesagt worden sind, die genau so gemessen werden und die nicht wegzuerklären sind. Also sie muss, eine neue Theorie muss diese Sachen miterklären. Insofern muss man quasi sagen, sie muss in gewisser Weise die Relativitätstheorie mit enthalten. Eigentlich so wie die Relativitätstheorie die klassische Physik mit enthält in ihr. Also wenn ich die Relativitätstheorie anwende auf Objekte unseres Alltags, dann wird es mathematisch irre kompliziert und am Ende kommt genau das Gleiche raus wie mit der klassischen Physik. Deswegen arbeiten wir im Alltag eben mit der klassischen Physik. Und wenn ich die Quantenmechanik nehme und wende sie an auf Objekte des Alltags, dann wird das auch wahnsinnig kompliziert. Aber wenn ich es irgendwie mit vernünftigen Näherungen irgendwie auf diese Objekte des Alltags so anwende, dass es halt, ich halt irgendwie vernünftige Ergebnisse rauskriege, dann sind die Ergebnisse genau das Gleiche, was ich mit der normalen Physik und der normalen Chemie rauskriege. Und das, so müsste im Prinzip eine neue Theorie, die kommt, die gesamte normale Physik, die gesamte normale Chemie und die Relativitätstheorie und die Quantentheorien alle mit erklären. Das ist halt so ein bisschen das, die Grundantwort. Also ja, es kann, da kann, oder da wird sicherlich was Neues kommen, aber machen wir uns nichts vor. Es wird in vielen, vielen Bereichen nicht viel anderes aussagen können, als die heutige Physik auch aussagt, weil einfach die Beobachtungen so sind. Das gilt eben dann letztlich auch für die Quantenheilung oder sowas. Also die muss sich nicht an der physikalischen Theorie beweisen. Sie steht allein schon der physikalischen Beobachtung im Widerspruch, ja. Und man kann ja sagen, dass so Bücher, die es ja auch tatsächlich gibt, mit die den Titel tragen, Einstein widerlegt, eben insofern problematisch sind, weil man, so wie du es gerade beschrieben hast, Einstein ja an keiner Stelle widerlegt hat, sondern man hat ja ihn erweitert und auch Einstein hat ja mit seinen Modellen die zu seiner Zeit bestehende Physik ja erweitert und ergänzt und weitere Erklärungsbereiche erschlossen. Das heißt, wir haben. Naja, ich sag mal, wenn jemand sagt, Einstein widerlegt, muss man zunächst mal sagen, was denn jetzt eigentlich ja, gut. Einstein? Also welche seiner Aussagen denn? Ja, also klar, das müsste man sowieso schon mal machen. Ja, aber also und die Relativitätstheorie, muss man ganz klar sagen, ist einfach gehört zu den bestgetesteten und also sowohl die allgemeine als auch die spezielle Relativitätstheorie. Inzwischen in so vielen Dingen getestet, bewusst getestet oder in vielen Dingen auch unbewusst sozusagen mitgetestet, dass man irgendwas macht, die Relativitätstheorie dabei voraussetzt und wenn das falsch wäre, die Relativitätstheorie vorauszusetzen, müsste man am Schluss unsinnige Ergebnisse rauskommen. Aber sie hat sich immer wieder bestätigt. Und das ist ja das Faszinierende, sowas wie die Gravitationswellen ist ja auch etwas, wo jemand gesagt hat, naja, eigentlich müsste es das geben und wenn es das gibt, dann müsste ich das so und so messen können. Dann hat man ein extrem aufwendiges Experimentaldesign gemacht und hat dann das, was man vermutet hat, dann auch irgendwann messen können. Oder das Higgs-Boson, ich will jetzt nicht diesen anderen unsäglichen Begriff benutzen, aber auch da hat man ja gesagt, eigentlich nach allem, was wir jetzt uns gerade so als Modell erschlossen haben, müsste es das geben und wie könnten wir denn es nachweisen? Und auch da war es ja so, dass eben die Theorie entwickelt wurde, so wie es in der Wissenschaft ist und tatsächlich dann irgendwann auch bestätigt wurde. Und all das fußt ja. Total enttäuschend. Also, ja, das ist ja. Also für die Physik ist eigentlich, also bei den Gravitationswellen vielleicht nicht ganz so, aber bei dem Higgs-Teilchen eigentlich total enttäuschend. Das ist ein Higgs-Teilchen vorhergesagt, man hat genau ein Higgs-Teilchen gefunden. Das ist total langweilig und es gibt überhaupt, vor allem überhaupt keine Ansatzpunkte für neue Theorien. Ja, also wenn man irgendwie noch ein anderes neues Teilchen gefunden hätte oder sowas. Oder spannend irgendwas gewesen. Gefunden hätte, was nicht zu den Eigenschaften des Higgs-Teilchens passt, dann hätte man was gehabt, wo man eine neue Theorie damit machen kann. Das wäre schön gewesen, ja. Und jetzt ist doch nur dieses Higgs-Teilchen rausgekommen, was man schon vorher gesagt hat. Für die Teilchenphysik ist es eigentlich eine Katastrophe. Also das ist so, wird so schwierig jetzt
zu begründen, warum man überhaupt noch Teilchenphysik machen soll. Ich habe jetzt gerade so den Folgentitel vor Augen, enttäuschende Gottesteilchen für diese. Muss ich mir mal überlegen, ob ich die Folge so nenne. aber das ist ja genau das, zeigt ja auch, wie gut inzwischen sozusagen die Theorie ist, die dann zu diesen zugegebenerweise natürlich sehr aufwendigen Experimenten führt. Und dann ist es tatsächlich auch noch so. Das heißt, eigentlich hätte man sich ja am Ende das Experiment jetzt auch sparen können. Aber man muss es natürlich machen, um so eine Theorie zu beweisen. Und die Quantenheilung widerspricht eben in vielen Bereichen diesen sehr guten Theorien und Modellen und ist eben nicht beweisbar in, da müssen die Experimente also als, ja nicht mehr so aufwendig sein. Das, was da behauptet wird zumindest. Ja, also, genau. Ich sag mal, ich bin ja immer, also meines Erachtens ist die Quantenheilung einfach eine Suggestionstechnik. Also das als solche funktioniert sie natürlich auch. Also wenn ich jemandem sage, stell dir vor, wie das wäre, wenn du geheilt wärst, und ich sage, ich stelle mir jetzt vor, dass du dadurch geheilt wirst und ich bin der Überzeugung, dass das für deine Heilung gut ist, dann erreiche ich damit ja was. Ich erreiche halt einen ziemlich guten Placebo-Effekt halt über eine ganz gezielte Suggestion. Und ich meine, also ich sag mal, du bist der Psychologe, aber Suggestion ist ja nicht nichts, ja. Nee, es ist natürlich etwas, und wir haben ja dann auch in dem Bereich, da können wir die Homöopathie und andere paramedizinische Verfahren hinzunehmen, wir haben eine Wirkerwartung. Und in dem Moment, wo jemand was mit dir dann auch macht und du eine heilende Erwartung daran hast, hat das erstmal auch eine Wirkung. Die Frage ist halt, ob es eine konsistente, experimentell und gut nachweisbare Evidenz über viele Patienten hinweg hat und ob du auch daran glauben musst, damit es wirkt. Und wenn das ein Grundmechanismus ist, dann bist du nämlich genau dabei, dass es keinerlei, sagen wir mal, konsistente Evidenz der Wirksamkeit hat, sondern dann ist es abhängig von deinem Glauben. Aber also das ist natürlich, es gibt ja eine Doktorarbeit an der Universität Frankfurt oder über die Wirksamkeit der Quantenheilung, wo sie eben Patienten, die auf eine Psychotherapie warten mussten, mehr als 3 Monate warten mussten, in 2 Gruppen eingeteilt haben. Also immerhin, es gab eine Kontrollgruppe, und die einen haben sie zum Quantenheiler geschickt und die anderen haben sie einfach so warten lassen. Und das Ergebnis dieser Doktorarbeit war natürlich, wenn sich innerhalb der 3 Monate, die du auf eine Psychotherapie wartest, was ja schon sehr unangenehm ist, wenn du eine Psychotherapie wirklich brauchst, dann 3 Monate hingehalten zu werden, wenn sich in der Zeit jemand mit dir beschäftigt und mit deinem Problem beschäftigt, tut dir das gut. Ja, klar. Auch wenn es ein Quantenheiler ist. Also das ist mehr oder weniger das Ergebnis dieser Doktorarbeit, aber so steht es natürlich nicht in der Diskussion der Ergebnisse drin. Ja. Das ist das große Problem dabei, und dann muss man halt dann auch am Ende nochmal wissen, wie denn gerade jetzt im Bereich der Medizin, das ist jetzt so ein bisschen ein kleines anderes Ding, aber die am Ende auch eine Evidenz für eine Behandlungsmethode ermittelt wird, und das ist dann nicht eine Studie, die stattfindet, sondern es müssen dann sehr, sehr viele Studien, randomisierte Doppelblindstudien sein, weltweit in verschiedenen Kontexten kultureller Natur, und dann werden die verglichen miteinander, statistischen Verfahren unterzogen, und dann irgendwann kann man davon sprechen, dass eine Evidenz für die Behandlung vorliegt. Eine Studie alleine würde in der seriösen Medizin auch nie als Evidenz für eine Wirksamkeit angesehen werden, sondern da gibt es ganz klare Kriterien, ab wann eine Behandlung als evidenzbasiert bewertet wird. Und das hat die Quantenheilung bisher noch nicht hinbekommen. Gut, das ist natürlich die Medizin in der etwas unglücklichen Situation, dass sie mehr oder weniger darauf angewiesen ist, ihre Experimente irgendwie an Menschen zu machen. Was halt, alle möglichen Probleme mit sich bringt. Ja, wobei ich sag mal, zumindest in vielen Bereichen der Psychologie hast du ja immerhin noch den Vorteil, dass die Menschen, mit denen du da arbeitest, nicht krank sind und auch durch die Interventionen, die du da machst, nicht gegebenenfalls in Lebensgefahr geraten können. Das ist ja in Bereichen der Medizin durchaus hochproblematisch. Ja. Und ist dann die Frage, an wie vielen, ich sag mal, in der Physik sagt man dann halt, also der Teilchenphysik sagt man halt, wenn ich was nicht mindestens in 10 Millionen Kollisionen getestet habe, brauche ich eigentlich gar nicht anzufangen, von einem Ergebnis zu reden. Meistens sind wir eher bei irgendwelchen Milliarden Kollisionen, und das
in der Medizin, wenn ich irgendwie nach 15 oder 20 Patienten sich relativ deutlich abzeichnet, dass meine Therapie wirkt, bin ich schon im Rechtfertigungsdruck zu sagen, kann ich sie denn dann meiner Kontrollgruppe überhaupt noch vorenthalten, ja? Oder wenn ich den Eindruck habe, sie ist schädlich, muss ich nicht den Versuch abbrechen. Ja, es ist ein riesiges Problem natürlich in der medizinischen Forschung, du hast völlig recht, da hat dann ja auch mit Ethikkommissionen zu tun und man muss auch rechtfertigen, warum man eine Kontrollgruppe macht und irgendwie auch hinbekommen, dass natürlich Menschen mit realem körperlichen Leid natürlich nicht eine eventuell wirksame Behandlung vorenthalten wird. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, aber es gibt eine Methodik dafür natürlich. Ja klar, aber es ist letztlich, das ist so ein bisschen das, was ich immer was ich der evidenzbasierten Medizin immer gerne so ein bisschen entgegenhalte, es ist halt eine Methodik, um so gut es eben geht, mit einer ganz, ganz kniffligen Situation umzugehen. Ja. Es ist keine Methode, mit der ich, sagen wir mal, Daten bekomme in der Qualität, wie sie eine Laborwissenschaft voraussetzen würde. Und dementsprechend ist es halt auch sehr, sehr schwierig, auf Basis von Patientendaten irgendeine Laborwissenschaft in Frage zu stellen. Ja, das ist mit Sicherheit so. Wenn wir jetzt nochmal auf das Buch zum Schluss zurückkommen, auf relativer Quantenquark zurückkommen, da hast du dich ja, nachdem du dann dich den Grundlagen der Quantenphysik gewidmet hast, auch mit ganz vielen unterschiedlichen Arten von Schwurbelei beschäftigt und auch mit unterschiedlichen Personen, die da in dieser Pseudowissenschafts- und Esoterik-Szene eine Rolle spielen. Gab es da irgendwas, was dich ganz besonders aufgeregt hat? Also wo du wirklich gedacht hast, jetzt platzt mir aber die Hutschnur? Ja gut, also ich sag mal, diese Geschichten, dass irgendwie das CERN ein Tor zum Weltraum, zum Satan öffnet oder sowas, was also natürlich unter der Überschrift Verschwörungstheorie, aber immer, also jetzt sowas teilweise von zwar schrägen, aber durchaus offiziellen Staatsmedien wie Russia Today verbreitet worden ist, wo ich mir dann denke, meine Güte, ja, also das muss nun echt nicht sein und das ist einfach ein so unglaublicher Unfug. Das ist schon ärgerlich. Ich sag mal, auf der anderen Seite für mich auch eine ständige, also er lebt ja jetzt nicht mehr, aber wenn ich mich mit dem beschäftige, was eine ständige Quelle des Ärgernisses ist, sind also Äußerungen von Hans-Peter Dürr, den ich auch irgendwie schwer ignorieren kann, weil ich halt, auch wenn ich ihm nie persönlich begegnet bin, bewusst halt 3 Monate mit ihm am selben Institut war, also ich als Doktorand und er als Institutsdirektor und aber in gewisser Weise ist das sowas, wo ich mir dann denke, naja, der hat einen Teil meiner Arbeit nach außen repräsentiert, ja, und das also über Hans-Peter Dürr finde ich so viele Dinge, die mich maßlos aufregen, also von seiner Art, seine persönlichen Spekulationen als Wissenschaft zu kommunizieren, über die Geschichte, dass er als großartiger Wissenschaftler galt, aber eigentlich die letzten Jahre, die er am Institut war, eigentlich nichts Wissenschaftliches mehr gemacht hat und dass sich darauf offensichtlich auch noch stolz war, sich aber weiter hat bezahlen lassen. Also ganz, aber das wäre nochmal ein Thema für sich. Es hat nur, mir ist neulich zugetragen worden, dass also Walter von Lukadu sich über mich geäußert hätte und meinte, ich sei ja irgendwie undankbar und unhöflich und weiß ich was, dass ich also mich irgendwie negativ über Hans-Peter Dürr äußere. Also der hat offensichtlich bis heute ja noch einen Wahnsinnsruf. Ja, ja, das ist ein schwieriges Thema. Aber ja, klar, ich meine, das sind Dinge, die sind eher lustig. Also bei allem Kopfschütteln über die Quantenheilung. Also Deepak Chopra ist einfach jemand, über den kann ich mich nicht ärgern. Der ist einfach, es ist auf so witzige Weise bizarr, was der fabriziert und was der an Unsinn absondert. Also da habe ich meinen Spaß dran. Kannst du da noch mal ein Beispiel nennen vielleicht?
Der ist uns übrigens neulich auf einem Plakat in einem Hotel in Baden-Baden begegnet. Okay. Ich weiß nicht, ob es ein Workshop war oder irgendwie. Mit ihm tatsächlich? Oh, das nee, okay, nee, also, okay. nee. Achso, über ja, ihn wahrscheinlich über ihn, dann, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, also ich meine, ja, es gibt ja diese psychologische Untersuchung, wo man irgendwie Leuten aus einem Zufallsgenerator produzierte pseudo-tiefsinnige Sprüche vorgelegt hat und die Leute, die Deepak Chopra-Zitate irgendwie schlau fanden dann auch diese Sprüche aus dem Zufallsgenerator schlau. Ja, das sagt eigentlich schon alles. Ja. Ja, ist ein weites Feld. Also das, wie gesagt, der ist, ich meine, klar, wenn man natürlich sich vor Augen führt, dass da Patientenschicksale dahinter stehen und dass Leute da Heilung erwarten, ist es natürlich traurig und irgendwo auch schlimm, aber da ist dann auch viele so mit solcher Überzeugung vorgebrachter Naivität und vorgebrachter Unsinn, dass das für mich eigentlich dann eher so in die Kategorie Comic Relief fällt. Also, ja. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, über vieles gesprochen. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weitermachen, aber wir können natürlich auch unseren Hörern empfehlen und ans Herz legen, sich das Buch zu Gemüte zu führen. Genau. Denn da erfährt man die Dinge detaillierter und noch viel mehr. Genau, noch viel mehr. Und man kann sich das Buch nicht nur lesenderweise zuführen, sondern, und das ist jetzt eben das, was wir vorhin schon angedeutet haben, sondern das Buch gibt es auch als Hörbuch. Das ist bei Audible erschienen, bevor jetzt die ersten 10 Kommentare geschrieben werden. Das lag in keinerlei Händen von uns, weder von dir, Holm, noch von uns, wo dieses Buch erschienen ist. Aber warum sind wir überhaupt involviert? Wenn ich sage wir, bin ich es nicht, sondern Alexa. Ihr habt zusammen das Buch eingelesen, Alexa, ne? Ja, das war ganz großartig. Da sind nämlich, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, kleine Teile, die dann immer so ein Kapitel abschließen oder auch mal im Kapitel auftauchen und die dann vom Autor selber, also von dir, Holm, eingelesen wurden. Und das hat total Spaß gemacht, weil wir dann ja, nämlich mir, tatsächlich... Ja, mir erst. Also ich hab da ja, du machst sowas ja regelmäßig. Also für mich war das ja schon mal was total Neues, ja, dann da bei euch zu sitzen im Hoaxilla-Headquarter mit eurem Headset auf und den Skeptic-Cats, die ab und zu mal vorbeigeguckt haben. Und ja. Es war eine sehr schöne Situation. Ich muss mal gucken, ich glaube, ich habe irgendwann auch euch mal heimlich fotografiert. Vielleicht finde ich das Bild noch, das könnte man jetzt ja schön posten. Und ich darf das ja sagen, weil ich bin ja Außenstehender sozusagen, das Hörbuch ist tatsächlich unter den Top 10 der beliebtesten Sachhörbücher bei Audible immer noch auf Platz 7 vertreten, also in den Top 10 der beliebtesten Hörsachbücher, was ich beachtlich einfach finde, und da freue ich mich sehr für euch beide, und hat inzwischen 13 Rezensionen, und sowohl die Gesamtbewertung als auch die Bewertung der Sprecherin in dem Fall liegt bei 4,8 von 5,0 bei diesen 13 Rezensionen. Also scheint das Hörbuch nicht ganz so schlecht anzukommen und immerhin in den Charts vertreten zu sein. Das ist die eine Möglichkeit. Ihr könnt das Buch natürlich auch käuflich erwerben. Wir werden natürlich einen Link unter unsere Episode setzen. Und Holm, du warst so nett und freundlich, nicht nur das Buch Relativer Quantenquark zur Verfügung zu stellen, und zwar 3 Exemplare dieses Buches, sondern auch 2 Exemplare des Buches Verschwörungsmythen. Genau. Und das können wir verlosen, dank dir. Ja, also die Verlage waren es tatsächlich in diesem Fall, die Bücher dafür zur Verfügung gestellt haben. Ich habe dann bei den Verlagen mal dezent angeklopft und gesagt, das wäre doch nett, wenn wir da, wenn dann schon in einer Hoaxilla-Folge darüber gesprochen wird, wenn wir dann auch die Bücher irgendwie verlosen könnten. Und Ja, sehr schön. Ja, da freuen wir uns sehr. Genau, und ihr könnt insgesamt also 3-mal den relativen Quantenquark und 2-mal die Verschwörungsmythen gewinnen. Was ihr dazu tun müsst, ist uns eine Mail zu schicken, und ich überlege gerade, schreibt vielleicht einfach in den Betreff der Mail rein, entweder Stichwort Verschwörungsmythen oder Quantenquark,
weil wir werden dann jeweils auslosen unter den Einsendungen, also alle, die das Buch Quantenquark gewinnen möchten, unter denen losen wir, und alle, die das Buch Verschwörungsmythen gewinnen möchten, auch da werden wir verlosen. Und bevor ich jetzt ganz viele Anfragen beantworten müsst, wenn ihr beide Bücher gewinnen wollt, müsst ihr uns zwei E-Mails an der Stelle schreiben. Das ist ganz einfach. Und dann seid ihr in beiden Lostöpfen sozusagen vertreten. Und dann ziehen wir den Gewinner. Und ich muss auch sagen, genau wie lange. Und ich möchte wissen, wer für welches Buch es mehr Zuschriften gab. Das genau, wer das nicht möchte, dass diese, obwohl das die Information darf ich auch nach der neuen Datenschutzgrundverordnung an dich übermitteln. Insofern, das ich möchte es nicht personenbezogen haben, genau, sondern nur die Zahl. Die Summe, das ist sowieso unkritisch, genau. Und ihr habt Gelegenheit, uns das zu schicken bis zum 14. August 23.59 Uhr. Also dann nach Ausstrahlung dieser Episode habt ihr 14 Tage Zeit, uns eine Mail oder zwei Mails zu schreiben und könnt dann die wunderbaren Bücher von Holm gewinnen. Und wer da nicht gewonnen hat, kann zumindest vom relativen Quantenquark sich das Hörbuch hören oder das Buch kaufen. Und die Bücher kaufen. Und die Verschwörungsmythen kann man auch kaufen. Man kann auch das Hörbuch kaufen und das Buch für sich für den Kindle kaufen. Gibt es das für ein Kindle überhaupt? Gibt es die für ein Kindle? Ich weiß es gar nicht. Also das Quantenquark gibt es ganz normal als E-Book über den Online-Buchhandel zu beziehen. Ja. Das Verschwörungsmythenbuch gibt es nur beim Hörbuch als PDF, beim Verlag direkt als PDF zu kaufen. Über die Seite des Deutschen Apothekerverlags kann man das als Hörbuch auch als E-Book im PDF-Format runterladen. Gut, dann kann man sich das eigentlich auch als E-Book und als normales physikalisches Buch für zu Hause zum auf den Tisch legen und zum zeigen, dass man schlaue Bücher hat, kaufen. Und dann kannst du demnächst in die Karibik fahren von diesen Unsummen. Na gut, das da muss man verdammt viele Bücher dafür verkaufen. Holm, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns in der Sendung immer gerne so lange über diese Themen zu sprechen. Immer schön, mit dir was zu machen, und wir kennen uns seit vielen Jahren, und du hast uns auch oft schon nach Frankfurt zu den Rhein-Main-Skeptikern eingeladen für Vorträge. Das waren immer sehr schöne Veranstaltungen. Und insofern war das jetzt schön, dass wir dich mal zu uns einladen konnten. Wieder. Quasi virtuell, genau. Dann dir alles Gute. Ja. Danke dir. Und bis auch. Ganz bald, würde ich sagen. Auf alle Fälle. Bis dann. Alle Fälle. Tschüss. Tschüss. Ja, das waren jetzt irgendwie jenseits von einer Stunde Geballte Physik. Geballte Physik. Und einfach interessant nochmal zu hören, wie unspektakulär an vielen Stellen für einen Physiker dann auch die Quantenmechanik am Ende ist. Wobei es ja trotzdem ein spannendes Forschungsfeld ist. Und wir hoffen, wir haben euch mit dieser Sendung einen gewissen Einblick gegeben. Holm hat auch noch, wer jetzt noch mehr Interesse an Physik hat, eine Episode gemacht mit Michi Voth im Nachgefragt-Podcast. Und der Umstand, dass Michi Voth selber ja Physikerin ist, hat dazu geführt, dass sie sich dann noch viel mehr über physikalische Hintergründe unterhalten haben. Und wir werden das verlinken. Und dann könnt ihr da nochmal tiefergehend physikalische Dinge euch anhören, wenn ihr Interesse habt. Und jetzt würde mich aber doch brennend interessieren, was es mit diesem Pech-Experiment auf sich hat, Alexa. Die Auflösung. Hat es ein Experiment gegeben, bei dem seit über 90 Jahren Pech in einem Trichter beobachtet wird? Und um es ganz schnell aufzulösen, ja, dieses Experiment gibt es. Das sogenannte Pechtropfen-Experiment wurde eingerichtet bzw. begonnen im Jahr 1927. Das hat ein gewisser Thomas Parnell gemacht an der Universität in Brisbane. Der hat Pech in einen Trichter gefüllt. Der Trichter war zunächst versiegelt, darunter stand ein Gefäß. Und nach 3 Jahren, das musste sich auch erstmal abkühlen, das Pech, hat er dann den Trichter entriegelt, also aufgemacht unten, und da mal geguckt, was passiert. Und dann hat es Jahre gedauert, bis das Pech begann, einen Tropfen zu formen. Und seither wird eben beobachtet, wie oft sich da ein Tropfen bildet und wann der dann runtertropft. Und das Ganze dauert wirklich buchstäblich Jahre. Also man kann in dem entsprechenden Artikel genau nachgucken, wann diese Tropfen gefallen sind. Im Jahr 1938 war der erste, 47, 54, 62 und so weiter. Und der letzte war 2014.
Das große Problem ist, dass man lange Zeit nicht beobachten konnte, wie dieser Tropfen genau fällt. Also man hat zwar dann natürlich gesehen, wie er sich über die Zeit gebildet hat, aber genau der Moment, wo er dann runtergetropft ist, weil das dann nämlich ziemlich schnell geht, den hat man nicht erwischt. Und inzwischen, also seit den 90er Jahren, wird das Ganze natürlich von Kameras beobachtet. Inzwischen hat man auch mal geguckt, irgendwie, als ein Tropfen dann tatsächlich runtergefallen ist. Aber ja, das Pechtropfen-Experiment gibt es tatsächlich. Und ich finde es ziemlich kurios, ist natürlich auch irgendwie spannend, weil dieses Pech, was ja dann abgekühlt ist und bei Zimmertemperatur aufbewahrt wird, im Prinzip augenscheinlich ein Feststoff ist und trotzdem aber Tropfen bildet. Faszinierend. Ja. Womit man sich alles beschäftigen kann. Man lernt ja nie aus. Genau. Vielen Dank für diese verrückte Geschichte. Und damit sind wir am Ende der 234. Episode von Huxella. Den Dank haben wir schon am Anfang unserer Episode. Wir können ihn aber nochmal wiederholen. Danke genau. euch. Ein dickes, fettes Danke. Euch gesagt. Und die nächsten Sendungen und Themen stehen im Raum. Es wird nicht langweilig. Und wenn uns gar nichts einfällt, dann machen wir halt noch eine Space Oddities 2 Episode. Auch dazu haben wir die Legitimation nach wie vor, erreichen uns ganz, ganz viele Zuschriften und Anfragen, auf die wir auch nicht immer sofort reagieren können. Wir bemühen uns, das zu tun, klappt aber nicht immer. Und insofern habe ich keinerlei Zweifel, dass wir dann Richtung September dann das erste Jahr Huxella wieder ohne Huxella TV gut überstanden haben. Viel besser, als wir das selber erwartet haben. Und wir können vielleicht hier schon mal sagen, könnte sein, dass es im Jahr 2020 zum 10-jährigen Jubiläum von Huxella irgendwas geben wird. Da lassen wir uns was einfallen. Der helle Wahnsinn, 10 Jahre. Das muss ja ein bisschen gefeiert werden, wenn es einen Podcast 10 Jahre lang gibt und vor allen Dingen, wenn es unseren Podcast 10 Jahre lang dann gibt. Also insofern Mai, Ende, Mitte Ende Mai, Anfang Juni 2020 einfach mal alle Tage frei halten. Da könnte irgendwas demnächst passieren. Irgendwo in Deutschland. Gott, das war sehr so weit gestreut, ja. Als kleiner Teaser für euch draußen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Einsendungen und es macht nach wie vor Spaß, mit euch zu interagieren. Die Kommentarfunktion funktioniert wieder auf unserer Homepage. Funktioniert dann auch die Homepage? Die Homepage funktioniert auch, sieht ein bisschen anders aus. Da arbeiten wir noch ein ganz bisschen dran, aber sie ist funktional, ihr könnt kommentieren wieder, das tut ihr auch schon wieder fleißig und das macht alles irgendwie richtig Spaß und wir freuen uns dann auf die nächste Episode im August dann schon von Huxella und bis dahin euch da draußen alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss! Der Huxella Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxella.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.